Hallo, hallo. Heute melde ich mich, weil ich euch ein paar Sachen zu meinem Filtersystem zeigen möchte. Und da bin ich jetzt in dem wunderschönen Steinfjord auf Senja. Und man sieht fantastisch schöne Berge umringen mich. Zum Filtersystem. Ich verwende das Nisi Swift System. Das ist ein Steckfiltersystem, aber nicht Steckfilter im klassischen Sinne, wo man dann die quadratischen Platten reinsteckt, sondern es ist ein Rundfilter. Der große Vorteil für mich ist dabei, dass es sehr kompakt ist. Also es passt alles in diese kleine Tasche. Ich habe meistens Polfilter und Graufilter mit. Es gibt auch variable Graufilter. Den habe ich jetzt persönlich weniger oft im Einsatz. Er ist allerdings sehr praktisch und funktioniert auch für Fotografie extrem gut. Kleiner Disclaimer, ich bin Nisi Ambassador für Österreich, habe alle meine Nisi Produkte mit meinem eigenen Geld gekauft. Und wenn ihr das auch machen wollt, dann habt ihr den Vorteil, dass ihr meinen Gutscheincode verwenden könnt und 7% Rabatt bekommt auf alle Nisi Produkte. Ich habe unten den Rabattcode und den Link für euch. Mein Lieblingsfilter, wer mich kennt, weiß das, ist der Polfilter. Den habe ich sehr häufig drauf. Der kann in vielen Situationen zu genau dem richtigen Ergebnis führen. Ich zeige euch am besten einfach einmal, wie man das Filtersystem montiert. Zuerst muss einmal so ein Ring montiert werden und dieser Ring ist quasi der Adapter. Den schraubt man da so drauf. So, also wenn da jetzt der Adapterring befestigt ist, dann ist es sehr einfach, die Filter zu befestigen. Das heißt, wir brauchen im Prinzip jetzt nur den Filter nehmen, also wir nehmen einen Filter aus der Tasche und stecken den auf die Kamera. Es wird wirklich ganz simpel da drauf gesteckt. Mit einer Hand ist es ein bisschen schwieriger, wenn man ein bisschen Gegengewicht braucht, aber grundsätzlich funktioniert es auch schon mit einer Hand. Ich habe jetzt für eine Komposition entschieden, wo da im unmittelbaren Vordergrund diese wunderschönen Striche vom Wasser sichtbar sind, also vom abfließenden Wasser. Und dazwischen ist eben der Fjord, also das sanfte Meer. Und im Hintergrund sind diese wunderschönen Bergzacken. Wir haben da dann natürlich bei den Bergzacken in dem Bereich so reflektiertes Licht. Also von Spiegelung können wir in dem Fall nicht wirklich sprechen, weil das Wasser zu bewegt ist. Und das Licht auf den Bergspitzen ist relativ hell. Da haben wir jetzt die Herausforderung, dass wir die Belichtung eben dementsprechend ausgleichen müssen. Und das Ausgleichen da man am besten durch ein sogenanntes HDR, High Dynamic Range Foto, und aufnehmen tun wir das HDR nicht mit der HDR-Funktion, das ist ein bisschen irreführend, sondern mit einer Belichtungsreihe. Und die Belichtungsreihe funktioniert sehr simpel. Wir haben da mehrere Möglichkeiten. Einerseits können wir die Belichtungsreihe selbst einstellen. Und eine sinnvolle Belichtungsreihe ist so, dass bei einem Foto dieser Bildbereich, also der hellste Bildbereich, noch Kontrastinformationen hat und das dunkelste Bild soll die dunkelsten Bereiche im Vordergrund mit Kontrasten versorgen. Das heißt, wenn wir jetzt uns das anhand dieses Bildes anschauen, ich sehe, okay, die Bergspitzen sind eben extrem hell und der Vordergrund ist relativ dunkel. Ich schalte das Display mal weg, dass man es besser sieht. Im Histogramm sehe ich dann, das ist das Histogramm unten, das zeigt man, links ist ganz dunkel, rechts ist ganz hell. Wenn ich das nach unten verschiebe, sind die hellen Bereiche gut mit Kontrast versorgt, und wenn ich es weiter nach rechts verschiebe, also wenn es heller wird, dann wird der Vordergrund immer deutlicher. Ich habe mich jetzt zusätzlich für Filter entschieden und einerseits
habe ich den Polfilter. Da sieht man, was der macht. Also ich kann den Vordergrund komplett kontrastfrei machen oder ich kann eben einen Kontrast reinbringen. Das gefällt mir mit Kontrast besser. Und der zweite Filter, den ich drauf habe, das ist ein Graufilter. Und den Graufilter habe ich da einfach raufgesteckt. Jetzt nochmal zu meinem Bild. In dem Fall habe ich zwei Filter drauf. Einen Polfilter und einen Graufilter. Beim Graufilter habe ich so einen 6-Stopp-Filter. Ich mache jetzt einmal das erste Bild, das ist eine dunklere Aufnahme. Da habe ich jetzt 5 Sekunden. Bei 5 Sekunden ist das Wasser auch schon sehr angenehm weich gezeichnet. Wenn ich da reingehe auf 100%ige Vergrößerung, sehe ich, okay, das Wasser ist schon weich. Schaut sehr angenehm aus und der Vordergrund ist allerdings relativ dunkel. Und dafür mache ich eine zweite Aufnahme mit 10 Sekunden. Das wäre jetzt so eine klassische Belichtungsreihe. Eine Aufnahme mit 5 Sekunden, die andere mit 10 Sekunden. Und dann haben wir eben in beiden Aufnahmen alle Kontrastinformationen enthalten. Das reicht oft schon aus. Wenn zwei Bilder nicht ausreichen sollten, kann ich auch 3 oder 5 oder noch mehr Aufnahmen machen und im Anschluss zu einem fertigen Bild zusammenstellen. Also den zweiten Ausschnitt, den ich gefunden habe, das ist von so einem wunderschönen Seegras und das wurde da angespült und da sieht man die Abflussspuren und das schaut jetzt zwar auf den ersten Blick nicht so aus, als ob man da einen Filter brauchen würde. Der Polfilter ist in dem Fall essentiell, weil sonst habe ich meine eigenen Spiegelungen im Vordergrund drauf. Also man sieht es da vorne, wenn ich den Polfilter drehe, dann sehe ich meine Spiegelung hier und seitlich auch die Stativbeine. Und das will ich natürlich vermeiden. Und deshalb Polfilter. Und das ist reduziert. Und genau das ist der Grund, warum ich immer einen Polfilter mit dabei habe. Und ich werde jetzt noch ein paar Bilder aufnehmen davon. Ich mache da mehrere Versionen. Und wenn irgendwas dabei rauskommt, was Brauchbares, dann zeige ich euch das gleich. Ja, vielen Dank fürs Wiedereinschalten. Ich verabschiede mich jetzt inzwischen einmal und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst. Danke fürs Zusehen und bis dann. Tschüss.